Wenn jemand weiß, wie man eine Feier in Schwung bringt, dann mein Bruder, Andrew. Oder sollte ich sagen, der Tanzdirigent. Es ist süß, es ist so süß, es ist echt gut. Nein, Mom, wenn das einer sieht, dann werde ich vom FBI gejagt. Ich fasse es nicht, dass das College vorbei ist. Hast du jetzt einen Job, oder? Man darf leider auf Bat-Mitzwa-Partys nicht über Jobs reden. Das heißt, du hast keinen Job oder einen blöden Job? Was verdient dein Partyanheizer? Bist du da informiert? Ich habe einen blöden Job, ja. Schatz, ich sag das jetzt nicht nur, weil ich deine Mutter bin. Aber ich glaube, du hast einen ganz beachtlichen Vorsprung. Wer ist das? Eine Mutter mit ihrer Tochter. Sie beide, tanzen Sie? Uns ist gerade nicht danach zumute. Ich krieg Lola auf die Tanzfläche, darauf wette ich $300. Ich gebe Ihnen $1,000. Sie hat dich wirklich gern. Ich sie auch. Heute Abend tanzt ihr euch den Allerwertesten ab. Oh? Ich kann keinen Moonwalk. Wäre ein guter Babysitter für dich? Ich komme mit denen nicht gut zurecht. Aber es wäre vielleicht ein bisschen was anderes bei Andrew. Interessiert dich mein Hamster? Ja. Danke, dass du so liebevoll bist zu Lola. Das ist nicht schwierig. Ich habe jetzt mehr Spaß als den ganzen Abend über. Hast du einen Mann? Ich habe einen Verlobten. Sie sollen ein toller Partyanheizer sein. Sie sollen ein toller Rechtsanwalt sein. Man muss viel eruieren nach dem College. Sich an einen anderen Menschen zu binden, ist so ungeheuer überwältigend. Man kann nicht einfach beschließen, dass man jemanden liebt. Doch kann man. Kann man nicht? Doch kann man. Das war's mit dem Babysitten. Wieso? Da gibt's einige Gründe. Hey, halt auf! Bist du betrunken, mein Junge? Es ist gerade alles scheiße. Erwachsen, er ist hart. Ist er dein Seelenverwandter? Glaubst du an Seelenverwandte? Ich glaube, wir alle haben tonnenweise Seelenverwandte. Wie viele hab ich? Du? Vielleicht 4. Und du hast wie viele? An die 1200.